Herzlich willkommen auf der Produktronika in München am Stand der EPP. Bei mir ist Herr Ricardo Wenzel von Göbel Elektronik. Hallo Herr Wenzel. Hallo. Göbel Elektronik ist mit der Software System Customs sehr etabliert im Bereich Baugruppentests und Bauprogrammierung in der Produktion. Eine neue Test Coverage Analyzer haben Sie mit der Software Release besonders hervorgehoben. Was ist die wesentliche Neuerung darin? Es geht vor allen Dingen darum, dass heutzutage viel mehr dynamische Tests gemacht werden müssen. Und bisher hat sich alles auf statische Tests konzentriert und mittlerweile ist es so, man hat auch Technologien, die dynamische Tests ermöglichen und die auch gerade heute in dem Zeitalter von Highspeed-Interfaces notwendig sind. Und wir bringen nun in dem neuen TCA die Möglichkeit, dass man auch diese Dinge abbilden kann und vor allen Dingen, dass der Nutzer in der Lage ist, genau zu definieren, was für ihn eigentlich getestet bedeutet. Das ist, glaube ich, die wesentliche Neuerung, die wir gemacht haben, zusammen mit natürlich auch einem neuen grafischen, hierarchischen Informationsfluss, sodass er bis zur Rohinformation eigentlich alle Details bekommen kann, die er braucht. Sie bewerben auch einen neuen Visual Project Explorer hier auf der Produktronika. Wie wichtig ist die grafische Darstellung von Testinformationen? Ja, in so einem großen System wie System Cascon ist, hat man natürlich unglaublich viele Informationen, die auch weit verstreut sind. Und gerade für Neueinsteiger ist es wichtig, einen zentralen Einstiegspunkt zu haben, die Problematik. Und der neue Visual Project Explorer befasst sich genau damit. Wir haben also ein zentrales Tool geschaffen, wo abstrakt alle möglichen Informationen dargestellt werden können. Also welche Boards habe ich, wie sind die miteinander verbunden, wie sieht denn mein Scan-Path eigentlich aus, mit dem ich Boundary-Scan mache, bis hin zur Pin- und Netzebene herunter. Wie sind denn zwei Bausteine wirklich über ihre Pins und Netze miteinander verbunden? Und auch, dass ich mit diesen Elementen interagieren kann, um bestimmte Prozesse zu starten im Cascon. Zum Beispiel einen Testprogrammgenerator zu starten aus dieser grafischen Oberfläche heraus. Und wenn wir von Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung sprechen, wo geht Ihrer Ansicht nach die Reise hin? Na, ich denke, es wird vor allen Dingen immer wichtiger, Tools zu schaffen, die mir die Analyse bieten, wo ich eigentlich Probleme auf dem Board habe. Die ganze Welt redet immer von Test-Coverage. Eigentlich ist Fold-Coverage das bessere Wort, denn ich will ja wissen, wo ich Probleme auf meinem Board habe. Das heißt, dahingehend wollen wir was erhöhen. Und da haben wir jetzt schon das erste in der Pipeline. Das wird Emulation-Based Interconnection-Test genannt. Und das ermöglicht es, dass auch Nicht-Boundary-Scan-Bausteine, zum Beispiel Prozessoren, die überhaupt kein JTAG-Interface haben, wie ein Boundary-Scan-Baustein verwendet werden können. Und damit erhöht sich natürlich auch die Testabdeckung. Was wichtig ist, gerade wo Boards heute immer kleiner und kleiner werden und ich eigentlich gar keinen Zugriff mehr wirklich von außen darauf habe. Herzlichen Dank für die Informationen. Bitte.